So, herzlich willkommen zurück. Ja. Hä? Okay. Weiß nicht, was das ist, aber... Warum ich jetzt nicht... ...bisschen auswählen kann? Wo ist denn das F? Franklin. Müsste eigentlich hier sein. Eigentlich wollte ich jetzt direkt mit der dritten Mission weitermachen. Also mit dem dritten Ende. Irgendwie darf ich es nicht. Warum auch immer. Jetzt darf ich es. Voilà. Gut. Das dritte Ende ist jetzt mit Michael. Was mir genauso schwer fällt. Kennen wir ja schon. Jetzt hier. Devin. Hey, Slick, it's me! Halt's Maul. So. Ja. Ja. Möchte ich. Hey, Kid, how you doing? Shit, not too good, dawg. Look, man, we need to talk, but somewhere quiet. All right. Listen, let's take a drive out of town. You and me, we'll meet off Route 68 by that field of satellite dishes. All the way out there? Yeah, all right, man. Sure. Okay. Okay, jetzt diesmal ruft der Trevor an, dann. Frankie! Hey, T-Man, I'm in trouble, dawg. I think I gotta take out Michael. Got to? Yeah, man, look, the FIB, man, they trying to get me to clap you. And Devin Weston, he trying to get me to ice Michael. And I thought if I do that, man, maybe we got some room, you know? So, what are you telling me this for? Cuz, dawg, I'm doing this for us. I thought you could... Well, I can't! You're turning on him? I have had enough traitors in my life! Man, your ass could say thank you. Shit. You deserve each other. Okay. Ja. So. Wo ist Michael? Da. Ist auch so weit draußen. Ach, mir... Ach. Ihr werdet genau so wenig das machen wie ich. Es war... Ihr habt wahrscheinlich alle auch C gewählt. Ich zeige euch das nur, was wäre, wenn man nicht C gewählt hätte. Also keine Sorge. Ich spiele nicht weiter, ohne dass wir einen... Wir werden nicht weiterspielen. Ohne dass wir alle Hauptcharaktere haben. Deswegen keine Sorge. Ist nur für den Fall... Dass einer wissen will, was passiert wäre, wenn ich das gewählt hätte, wenn ich das gewählt hätte. Also keine Sorge. So. Letzten Part hatte ich ja gesehen, wer es dann aussieht, wenn man einen Trevor erledigt. Der ist elendig, leider verbrannt. Und ich will gar nicht wissen, was mit Michael dann passiert. Trevor wird uns auf jeden Fall nicht helfen. Oh. Was ist ein Unfall? Okay. Ich hoffe, man hört, dass es mir sehr schwer fällt. Weil die Charaktere übelst geil sind. Geil gewählt. Ja, ich weiß nicht, was ich großartig erzählen soll, außer dass wir das jetzt leider erledigen müssen. So.
Ich hatte euch im letzten Part noch das psychologische Gutachten, glaube ich, und das mit und ein bisschen Spiel dann reingeschnitten. Wie es dann aussieht, wie viel Geld man hat. 40, 41 Millionen hatte Michael dann. Ich keinen Bock drauf. Habe ich keinen Bock drauf. So. Müssen uns jetzt leider um Michael kümmern. So. Viel Spaß. Hey, man. Hey, what's up? You seem kind of agitated. Man, shit ain't good right now. Oh, I'm sorry to hear that. Oh, shit. Hold on. Hey, baby, what's up? Really? Tracy? College? Our Tracy? Real college? You gotta be kidding me. That's great. All right, well, hey, listen, let me talk to you a little later, all right? Yeah, I just gotta wrap up some business here. All right, bye. Amanda. Says she wants me to bring you around the house sometime for dinner. One of these nights, huh? Fuck. I mean, I don't know what I did to deserve this motherfucking luck. Got my kids back, my wife, got a job that I love. I mean, I made it. We made it. You and me, bro. What? I like you, dog, and you know this. I risked everything for your ass, dog. What is this? Look, man. Me and you know this shit ain't over, dog. We both realists. The fuck is this? You? You came here to fucking clip me? You? Fuck! Verfolgen wir Michael. Man sieht es, glaube ich, auch, dass es manchmal ganz schön schwer fällt. You see the train, asshole? Shit, I ain't getting past here. Ah! Fuck, man, you kidding me? Ja. Das war klar. Dass ich es natürlich nicht beim ersten Mal schaffe. Natürlich nicht. Ach, Mann. Warum hat er auf einmal so einen Vorsprung? Really? We really going on a train track? You see the train, asshole? Shit, I ain't getting past here. Ah! Wo ging's denn hier hoch? Ach da. We in the corner, bro. This'll get me out. Okay. Come on, man. Let's do this, me and you. No use of running, man. Come out. We'll finish this. You were like a son to me. We both used each other. That's what happened.
Shit. I like you, man. That's what makes this hard. Michael, man, I gotta look out for myself. There's the difference between us. I was looking out for you. Dude, that ain't true. I had to act, homie. I'm sorry. You going up there, huh? Uh-oh. Ich glaube, ich weiß, was passiert. This gotta end right here, man. Who put you up to this? Trevor? You're an idiot. We should take him out together right now. We'll roll on T. Come on, you prick. I taught you everything you know. Not everything. I was here long before you, and I'll be here after your ass. Well, we'll see about that, you fuck. I'll take you every time. Every fucking time! Yeah? Fucking ain't right! You, man, I was your bitch. I couldn't even stand down the barrel of your gun any fucking day, you motherfucker. You just keep telling yourself that. It ain't gonna make you feel any better. Past performance, homie. People don't fucking change. You did. You, two-bit gangster going three-bit. And now you're gonna gap the only one who was ever decent to you. Ha! No, I trusted you. I took you in. Treated you like family. Mike, let's just fuck you! Hey, you told me when the time came? I know, I'm sorry. You hypocrite! I should have clipped you when you broke into my house! Man, I'm sorry. It's like you said, I understand. You don't understand nothing. I'm all you got. You made the wrong call. I'll bring you down with me. I'm taking you down. Das richtig war. Ich hab Retten gemacht. Nein. Was ist denn noch? Ich habe Retten gemacht. Scheiße. What up? This your boy LD. Leave one. Hey Lamar, it's me, homie. Look, I was just calling to see how you was doing, dog. Maybe we can hang out or something. Man, I know I've been kind of caught up in shit, man, but shit been real crazy, homie. But it's dealt with now. Fuck, man, you know how it is, homie. You just start running and shit, then all of a sudden your legs give and you just can't run no more. Anyway, man. Man, just hit me, dog. We brothers, homie, all right? Peace. Ja, das war das dritte und letzte Ende. Das Ende leider von Michael. Ich weiß nicht, ob das irgendwas hätte mir ihn fallen lassen. Er ist wahrscheinlich so passiert, als hätte man ihn gerettet. Anscheinend Franklin will nichts mehr mit Trevor und Trevor auch nichts mehr mit Franklin. Deswegen jetzt hier zu tun haben. Deswegen geht Franklin wieder zu Lama. Oder wollen wir zusammen abhängen? Stellt sich so. Ja.
Ich würde sagen, das war das dritte und letzte Ende. Von den, das erste war das Beste, was ich gewählt habe mit C. Alle Arschlöcher einfach auslöschen. Und die drei Helden bleiben am Leben. Beim zweiten war halt Trevor tot. Beim dritten jetzt Michael. Aber ich werde natürlich das erste nehmen, wie ich schon die ganze Zeit gesagt habe. Was ich ausgewählt habe. Ja. Auf jeden Fall tut mir das wirklich sehr weh. Euch wahrscheinlich auch. Weil Michael einer der geilsten Charaktere war. Ja. Auf jeden Fall, wenn ihr das jetzt seht, könnt ihr mich anfragen wegen GTA Online. Können wir jetzt ab jetzt ruhig spielen, weil ich die Story durch habe. Ihr werdet wahrscheinlich erst, ja, Ende dieses Monats, dann wir den 1.11. Ihr werdet wahrscheinlich erst Ende des Monats sehen oder was auch immer. Auf jeden Fall ab jetzt könnt ihr mir Einladungen wegen GTA Online ruhig schicken. Vielleicht werde ich da sogar noch ein bisschen was von aufnehmen, wenn ich Bock habe. Aber wenn nicht, dann können wir einfach so spielen. Wahrscheinlich eher so. Weil, ja, einfach, ja, keine Lust auf Online. Ich habe es noch nie gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie es ist. Ich habe es mir auch von gar keinem anderen angeguckt. Deswegen mache ich auch nicht mal den neuen Spielen, die ich selber spielen will. Gucke ich mir bei gar keinen anderen an, weil ich das selber spielen will. Ja. Auf jeden Fall war es das jetzt. Ich werde euch natürlich noch die Abschlussberichte und noch was neu dann kommt reinschneiden. Aber für jetzt war es das erstmal. Wir sehen uns dann mit dem ersten Teil wieder, wo alle drei überlebt haben. Wenn wir noch ein paar Nebenmissionen machen. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. 3, 4, 5 Folgen wahrscheinlich. Eine Taxi-Mission werde ich wahrscheinlich zusammenschneiden, dass ich nur die letzte euch zeige, wenn es da irgendwas Besonderes für gibt. Genauso wie bei den meisten anderen auch, werde ich euch das letzte Teil reinschneiden. Ja. Aber auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt. Und wir sehen uns dann, ja, morgen wieder mit Nebenmissionen. Mit einer habe ich schon gesehen, die ich machen kann. Dann sehen wir uns wahrscheinlich da wieder. Und dann mal gucken, wie lange das noch geht, wie lange ihr noch Lust drauf habt. Keine Lust mehr drauf habt, schreibt das. Dann spiele ich es für mich selber zu Ende. Zu 100%. Für mich wahrscheinlich. Und um zu gucken, wie es dann so ist. Auf jeden Fall bin ich jetzt raus. Und bis zum nächsten Part. Barn dance is over, I guess.
Franklin, homie, what's happening, man? Hey, you know you sound kind of patronizing and borderline racist when you speak to me like that. Ah, grow up. Is it more patronizing than telling you to ice your favorite uncle? Yeah, I don't think so. How'd it go? Look, it happened, man. So y'all gotta get the FIB off my case, man, since I didn't smoke Trevor for him. It's already done, homie. Haynes' boss has been spoken to. All right, so now what? You got a job for me? Oh, I had a job for you, Slick, and you just did it. Let me take a look down a list of your uses and, oh yeah, we're all out of them. I do have some advice for you, though. Go to business school, because clown school ain't worked out so good.